Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Ein Paar wünscht sich drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit geht Ihr Wunsch in Erfüllung, wenn die beiden drei Kinder haben werden? Bei der ersten Geburt wird entweder eine Tochter oder ein Sohn geboren. Da wir hier keine statistischen Angaben haben, nehmen wir an, dass diese beiden Wahrscheinlichkeiten gleich ein halbes sind. Bei der zweiten Geburt wieder eine Tochter oder ein Sohn. Auch hier eine Tochter oder ein Sohn. Und bei der dritten Geburt genau dasselbe. Hier sind also die acht Möglichkeiten, Möglichkeiten, die alle acht gleich wahrscheinlich sind. Ihre Wahrscheinlichkeit berechnet sich durch ein halbes mal ein halbes mal ein halbes, das heißt jeweils ein Achtel. Die drei günstigen Fälle, also zwei Töchter und einen Sohn zu haben, das sind diese drei da. Zwei Töchter, einen Sohn, zwei Töchter, einen Sohn, zwei Töchter, einen Sohn. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht, berechnet sich also durch diese drei günstigen Fälle geteilt durch diese acht möglichen Fälle. Die gefragte Wahrscheinlichkeit liegt also bei drei Achtel und die Aufgabe ist schon beendet.